Guten Abend. Mein Name ist Stefan Zandt. Ich mache heute den Podcast mit dem Titel Ethologische, ethnologische Interferenzen von John Stuart und Harriet Taylor Mill zu Gregory Bateson im Rahmen der Morphomata-Vortragsreihe zur Ethologie. Zu Beginn möchte ich mich erst einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken und genauso für die Organisation und dieses wirklich schöne Diskussionsformat. Und auch allen anderen Vortragenden möchte ich für ihre spannenden Beiträge und die Diskussionen danken, die wir bereits hatten. Ich möchte die Einladung zu diesem Vortrag nutzen, um einige meiner Gedanken zu ordnen, die nicht nur die Frage der Geschichte der Ethologie als einer oder wahrscheinlich besser gesagt mehrerer Lost Disciplines berühren, sondern ebenso die Übergänge und Interferenzen zwischen den Fächern und Fragestellungen der Ethnologie und der Verhaltensforschung. Nicht zuletzt speist sich das Folgende auch aus Ideen, die ich gerade mit einigen Masterstudierenden in einem Online-Seminar in der Kulturwissenschaft an der HU Berlin diskutiere und für deren Input ich in diesem nicht ganz einfachen und für Sie nicht ganz einfachen kontaktarmen Semester sehr dankbar bin. In gewisser Weise schließt der Vortrag an etliche Überlegungen an, die im Zuge des letztwöchigen Vortrags von Miriam Schaub bereits zur Sprache gekommen sind, die nicht zuletzt die Frage der Differenz und der Übergänge von Menschen und Tieren, von Kultur und Natur, von Instinkt und Charakter betreffen, die eine ethologische Perspektive auf die Welt zu stiften imstande ist. Gerade im Zuge der Hinwendung der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften zur Frage nach den Tieren, die in den letzten Jahren stattfindet, wie bei aller Skepsis, was die Inflation der Ausrufung solcher Wendungen angeht, nicht ganz zu Unrecht mit dem Begriff des Animal Turn belegt worden ist, die auf eine theoretische, methodische und begriffliche Befragung sowie eine Revision der Differenzen zwischen Menschen und Tieren bzw. zwischen Kultur und Natur zielt, finden sich immer mehr Überschneidungspunkte zwischen den Fragestellungen der bisher auf den Menschen beschränkten Disziplinen der Humanities und der zoologischen Ethologie. Überschneidungen im Diskurs, die jedoch, wir haben es letzte Woche intensiv diskutiert, oft eher nebeneinander herlaufen oder gegenläufig aufeinanderprallen, als zu wirklichen Kooperationen führen. So sehr wir oft mit Faszination und manchmal vielleicht durchaus auch mit ein wenig Neid auf die Forschung der EthologInnen schauen, denen wir oft vielleicht auch zu Unrecht einen direkteren, näheren, privilegierten Zugang zu den Tieren unterstellen, so sehr gibt es doch kaum einen geteilten Diskurs oder eine Verständigung über zentrale Begriffe der Diskussion. Allzu leicht geht uns unsere eingeübte Kritik aus der Ferne und aus der Position einer Beobachtung zweiter Ordnung von der Hand und macht die Ethologie eher zum Forschungsgegenstand als zum Gesprächspartner. Und umgekehrt schauen etwa Primatologen, die sich für die Kultur und Traditionsbildung ihrer Primaten begeistern können, mit Unverständnis auf die Fallhöhen und Implikationen, die wir mit solchen Begriffen und vielleicht nicht zuletzt mit dem Begriff des Ethos selbst verbinden. Wenn nicht, wir haben das letzte Woche gehört, die Lektüre von Autorinnen wie Donna Haraway unter den AnhängerInnen einer seriösen Naturwissenschaft vielleicht ganz unter das Verdikt des Unkoscheren fällt und wir unseren Wunsch nach einem wechselseitigen Austausch nur mit den Methoden des Schmuggels und der List Ausdruck verleihen können, indem wir wie Miriam Schaub und Emanuel Matthias die Feldkoffer der Ethologen mit neuer Bettlektüre anzureichern versuchen. Ich werde im Folgenden nicht diese Gräben und Missverständnisse oder auch die zu Recht bestehenden Unterschiede in der Perspektive der zoologischen Ethologie der Kulturwissenschaft bearbeiten, aber ich möchte versuchen, die Geschichte dieser Diskrepanzen, aber auch ihrer Übergänge und Gemeinsamkeiten etwas weiterzuziehen. Es geht mir darum, einige Linien in der Geschichte der Ethologie miteinander zu verknüpfen, die auf den ersten Blick recht disparat erscheinen, die sich doch immer wieder überlagern, sich gegenseitig verstärken oder abschwächen, wenn sie nicht gar Knoten, Allianzen und Verwandtschaften auch Gegnerschaften und Konkurrenzen miteinander eingehen. Dabei sind die folgenden Überlegungen eher vorläufiger, bescheidener und skizzenhafter Natur und eher meiner Faszination für eine oder auch mehrere Lost Disciplines geschuldet,
Erst der Frage nach Claims und Limits. Vielleicht passt es aber auch gar nicht so schlecht zu den Lost-Disziplinen der Ethologie, in die es im Folgenden gehen soll, die gleichermaßen selbst oftmals im Status des Entwurfs und der Programmatik verbleiben, nur sporadisch entfaltet wurden oder schnell, manchmal zu Recht, ab und an aber vielleicht auch zu schnell verworfen worden sind. Entgegen jener Traditionslinie einer Ausweitung der Verhaltensbiologie und ihres mechanischen Verständnisses des Tier- und Menschenkörpers von Konrad Lorenz und Nico Tinbergen bis zur Humanethologie eines Irenaeus Eibelsfeldes, möchte ich mich einer etwas anderen Geschichte der Ethologie zuwenden, die gerade nicht in der Biologie beginnt, sondern im gewissen Sinne ganz dem antiken Begriff des Ethos verpflichtet bleibt, so diskontinuierlich sie auch immer wieder auf ihn zurückkommt. Die Frage nach dem Ethos zielt in diesem Sinne weniger auf das natürliche und angeborene Instinktverhalten, sondern ganz entgegengesetzt dazu auf die Untersuchung von Gebräuchen, Gewohnheiten, Sitten und Charakterbildungen. Diese sind uns, und das heißt erstmal nur uns als Menschen, folgt man etwa Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik, gerade nicht von Natur gegeben, sondern man übt sich von Kindesbeinen durch Erziehung und durch praktische Ein- und Ausübung mehr und mehr in sie ein, und das oft so sehr, dass sie uns geradezu natürlich und instinktiv erscheinen. Und so sehr diese Traditionslinie der Ethologie vielfach, angefangen etwa bei John Stuart Mill im 19. Jahrhundert, als eine Anwendungsfrage der Psychologie und als Erziehungslehre gefasst worden ist, war sie doch nie nur eine Frage der geistigen Disposition, sondern zumeist auch eine Frage ihres Ausdrucks und ihrer Verkörperung im sozialen Verhalten oder zumindest in so etwas wie einer Haltung. Martin Roussel und Andrea Allerkamp haben zu Recht zu Beginn unserer Vorlesungsreihe auf den doppelten inneren und äußeren Zugriff der Ethologie aufmerksam gemacht, die Dimension der Psyche mit denen des Körpers verknüpft. Die Frage nach dem Ethos und eine entsprechende Wissenschaft der Ethologie berührt in diesem eben genannten Sinne, so könnte man sagen, geradezu das Kerngeschäft der Kulturwissenschaft, nämlich die Untersuchung der Genese und Persistenz von unterschiedlichen kulturellen Gebräuchen, Sitten und Gewohnheiten, von Geisteshaltung, Fragen der Traditionsbildung, der Verteilung gesellschaftlicher Rollenmodelle oder der sozialen und kulturellen Hervorbringung einer spezifischen Subjektivität. Das ist sicherlich kein Zufall, dass es genau diese in der Geschichte der zoologischen Verhaltensforschung marginalisierte Dimension des Begriffs des Ethos ist, um die heute in der Ethologie die für uns wahrscheinlich spannendsten Debatten geführt werden, nämlich all jene Diskussionen um die Einführung des Begriffs der Kultur in das Feld der Erforschung tierlicher Populationen und Kollektive, die nicht zuletzt die Frage nach einem Verständnis der Ethologie als Wissenschaft aufwirft. Der Ethologie als einer Wissenschaft der Erforschung des Verhaltens, das heißt der inneren Stimuli, der Kontrolle und Selbstkontrolle mehr oder weniger entwickelter reaktiver Maschinen, oder der Ethologie als einer deutenden und interpretierenden Wissenschaft sozialer und kultureller Subjekte. Ich werde im Folgenden diesen letzten Strang eines Verständnisses der Ethologie an den Grenzen zwischen Ethnologie und zoologischer Verhaltensforschung in zwei Schritten zu folgen versuchen. Zum einen, indem ich in einem ersten Teil die Interferenzen zwischen Ethologie und Ethnologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu skizzieren versuche, und in einem zweiten Teil dann die Vorgeschichte und die immer wieder abreißenden Entwürfe einer ethnologischen und kulturwissenschaftlichen Ethologie entlang der Linie von Harriet Taylor und John Stuart Mill, über Bronislaw Malinowski bis hin zu Gregory Bateson nachzuzeichnen versuche. Die Gliederung folgt also ganz der Zweiteilung meines Vortragsbildes. Teil 1. Ethologische, ethnologische Interferenzen. In seinem bereits 2001 erschienenen und inspirierenden Buch Les Origines animales de la culture hat der philosophische Ethologe und Ethoanthropologe
Dominik Lestel eine zukünftige Neuausrichtung der Ethologie in Richtung einer Kulturzoologie oder Ethnoethologie skizziert. Und dies in enger Verwandtschaft, wenn nicht Überschneidung und Interferenz, mit der neueren Umweltanthropologie bzw. Ethnologie, die etwa ausgehend von den Arbeiten Philippe d'Escolars, Eduardo Viarisch de Castros oder Tim Ingolds begonnen hat, Kulturen nicht nur als menschliche Kulturen, sondern als hybride Kollektive zu begreifen, die immer schon mehr als menschliche Subjekte beinhalten und mit diesen in spezifischen Weise zusammenleben, mitsamt all ihrer Beziehungsformen, ihren Distanz- und Näheverhältnissen, das heißt ihren wechselseitigen, geteilten, trennenden und verbindenden Verhaltensweisen und Etiketten. Und Lestel geht noch einen Schritt weiter, wenn er die Geschichte der Ethologie als eine Geschichte der Entdeckung und des Auftauchens des Kulturbegriffs in der Welt der Tiere überhaupt begreift und die Aufgabe der Ethologie, nicht zuletzt im Anschluss an Jakob von Uexküll und vor allem auch den japanischen Ökologen Kinji Imanishi, als eine Ethnography of Animal Worlds bezeichnet. Gerade die japanische Primatologie und Ethologie der Tokio-Schule um Kinji Imanishi hatte ganz entgegen ihrem westlichen Pendant bereits in den 40er Jahren, ausgehend von dem, was Descolar eine analogische Ontologie nennen würde, die grundlegend soziale Verfasstheit der Welt der Lebewesen behauptet und die Tiergesellschaften bei aller Differenz in strenger Analogie zur Sozialität menschlicher Gesellschaften entworfen. Insbesondere Kinji Imanishis Buch Saibutsu no Sekai, die Welt der Lebewesen, als das Gründungsmanifest der japanischen Ethologie gelten kann und das 2001 ins Englische übersetzt wurde und im Westen entsprechend so gut wie unrezipiert geblieben ist, forcierte die ethologische Adaption eines Ethnographic Point of View, der die Mitglieder einer Tierhorte von alphanumerisch bezeichneten Forschungsobjekten in individuell benannte soziale Subjekte verwandelte. Eine Verschiebung, die seit den 1950er Jahren ermöglichte Verwandtschafts- und Organisationsstrukturen von Wildpferden und dann insbesondere, und das ist natürlich weitaus bekannter, japanischer Makaken herauszuarbeiten. Erst durch die Überzeugung Imanishis, dass jedes in der Welt sein als Lebensform ein in Gesellschaft und Verwandtschaft sein bedeutet, wurde der Nachweis lineare Herrschafts- und Unterordnungsstrukturen, matrilinearer Verwandtschaftsbeziehungen, Anführerschaft und nicht zuletzt sogar eines nachdrücklichen Inzesttabus unter Makaken möglich. Während Claude Lévi-Strauss 1949 mit Verweis auf die von der zeitgenössischen westlichen Primatologie behaupteten Regellosigkeit des Paarungsverhaltens von Affen gerade das Inzesttabu und die aus ihm hervorgehenden Verwandtschaftsstrukturen zum Umschlagort und zur Transformations- und Demarkationslinie zwischen Natur und Kultur und damit zwischen Menschen und Tieren erklärt hatte, machte die im Westen lange vollständig ignorierte japanische Ethnoethologie deutlich, dass die durch das Inzesttabu bedingten exogamen Allianzstrukturen auch in Tiergesellschaften zu finden sind. In der verwandtschaftsethnologischen Analogie von menschlichen und tierlichen Gesellschaften wird der Begriff des Ethos unscharf, könnte man sagen, und seine beiden Bedeutungen von biologischer Vererbung des Verhaltens sowie dessen Hervorbringung durch die institutionellen Regeln äußerer Tradition beginnen zu interferieren. Wie kategorisch ist vor diesem Hintergrund tatsächlich die Differenz zwischen der von Lévi-Strauss in den elementaren Strukturen der Verwandtschaft angeführten Haltung eines Kindes, Zitat, für das alle Probleme durch deutliche Unterscheidungen geregelt sind, und den Mitgliedern einer Gruppe von Affen, wenn von diesen nicht mehr behauptet werden kann, dass deren Unterscheidungen, wie Lévi-Strauss das schreibt, ganz dem Zufall überlassen bleiben, dass das Verhalten eines Subjekts nichts über seine Artgenossen aussagt und dass sich das Benehmen eines Individuums von heute auf morgen ändern kann. Dass die ethologische Erkenntnis der Verwandtschaftsstrukturen von Tiergesellschaften inklusive entsprechender Inzestverbote
sich im Westen erst in den 80er Jahren und in der Folge durch ihre nicht unproblematischen Näheverhältnisse lange umstrittenen Studien Jane Goodall durchsetzte und damit quasi von den Rändern der Wissenschaft, ist wahrscheinlich nicht zuletzt auch dem kolonialen Vorurteil der westlichen Wissenschaften geschuldet, und hat auch zur Folge, dass die Beziehung zwischen Primatologinnen und ihren Forschungssubjekten, die jeweilige Subjektivierung implizierten, sich wahrscheinlich auch zwischen Westen und der japanischen Ethnologie deutlich unterscheiden. Wir haben das letzte Woche in Bezug sozusagen auf die Etikette im Feld diskutiert und es wäre, ich kenne mich dazu wenig aus, aber es wäre deutlich sehr interessant herauszufinden, ob sozusagen diese Durchsetzung einer neuen Etikette nach den mütterlichen Näheverhältnissen, die Goodall, Fossey durchgesetzt haben oder angewendet haben, ob diese Verschiebung nicht auch mit der Rezeption der japanischen Ethologie und Primatologie zusammenhängt. Wie gesagt, ich kenne mich dazu wenig aus, aber das wäre interessant, mal zu untersuchen. Dabei war es jedoch nicht nur die japanische Ethologie, die mehr und mehr die Grenzen zwischen einer Ethologie und Ethnologie der Menschen und derjenigen diverser Tiere verkomplizierte, wenn ich die Frage stellte, indem sie sozialen Relationen von Tieren in den Blick nahm. Jenseits der frühen Beispiele eines Ethnographic View auf die Psychologie der Tiere, wie sich etwa in Henry Louis Morgans Frontier-Ethologie der amerikanischen Biber finden lassen, geraten parallel zur japanischen Ethologie in den Texten des für sein lockeres Denken berüchtigten Ethnologen Gregory Bateson das Spiel zwischen sowie die Interaktion und Kommunikation von Ottern und Affen im Fleischhacker Zoo in San Francisco zum Ausgangspunkt einer, Zitat Bateson, vollständigen Revision seines Denkens. Mit den ethnologischen Ritualstudien seines Lehrers Radcliffe Brown und mit seinen eigenen ethologischen Überlegungen zu den Naven-Ritualen auf Neuguinea am Rücken, entdeckt Bateson eine Ebene der Metakommunikation bei Tieren und die Bedeutung von Rahmen und Kontexten für die Interpretation von Verhalten. Nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit John Cunningham Lilleys ethologischen Studien zur Sprache von Delfinen sowie Benson Ginsbergs Studien über Wolfsrudel wird für Bateson zum Anwendungs- und Prüffall seiner aus der Ethnologie, der ethologischen und psychiatrischen Theorie sowie der Kybernetik gewonnenen Prämissen zur Frage des Lernens und der Charakterbildung, die die Speziesgrenzen überschreiten. Die Thesen Batesons zur Charakterbildung fußen dabei auf einer abstrakten Hierarchie von Lerntypen, in denen das Proto-Lernen, das heißt ein Lernen verstanden als Reaktion auf einen bestimmten Kontext, mit einer bestimmten Art und Weise dieses Lernen zu lernen verbunden ist, die bei Bateson als Deutero-Lernen bezeichnet wird und in Gewohnheiten und Geisteszuständen firmiert, die schlussendlich in der Summe und Ansammlung den Charakter eines Organismus bilden. Setzt man wie Bateson den Abstraktionsgrad auf dieser Höhe an, so lässt sich ein solches Deutero-Lernen und damit die Frage des Ethos als Charakterbildung bei jeglichen lebenden Organismus auffinden, sei es nun ein Mensch oder ein Tier. Die antike Frage der Charakterkunde und der Erziehungsprogramme des Subjekts wird hier auf die tierliche Verhaltensforschung übertragen und steht bei Bateson in expliziter Konkurrenz zu jener Prämisse eines mechanischen Instinkts als Blackbox des tierlichen Bewusstseins, wie sie etwa Lorenz und Tinbergen zur gleichen Zeit vertraten. Alle präverbalen Säugetiere, so Bateson in seinem Vortrag über die Probleme in der Kommunikation von Delfinen und anderen Säugetieren, kommunizieren über soziale Beziehungen. Und es ist einzig die noch nicht einmal zwangsläufig vorteilhafte Besonderheit des Menschen, über eine Sprache zu verfügen, in der er seine sozialen Beziehungen über die Diskussion von Dingen und Realien zu vermitteln sucht. So Bateson in einem so amüsanten wie instruktiven Versuch,
einer Ethologie von Wissenschaftstagung, der zu schön ist, um ihn hier nicht einmal vollständig zu zitieren. Ich zitiere Bateson: Ich glaube nicht, dass irgendein Säugetier ohne Hände so dumm wäre, bei einer so merkwürdigen Kommunikationsweise anzukommen. Also unsere. Eine Syntax und ein Kategoriensystem zu verwenden, die für die Diskussion von Dingen angemessen sind, die sich handhaben lassen, wenn man in Wirklichkeit die Muster und Zufälligkeiten von Beziehungen diskutiert, ist fantastisch. Aber genau das, so möchte ich behaupten, passiert in diesem Raum. Ich stehe hier und rede, während Sie zuhören und zusehen. Ich versuche, Sie zu überzeugen, Sie dazu zu bringen, dass Sie die Dinge wie ich sehen. Ich versuche, Ihren Respekt zu verdienen, meinen Respekt vor Ihnen zu zeigen, Sie herauszufordern und so weiter. Was wirklich stattfindet, ist eine Diskussion unserer Beziehungsmuster und all das in Übereinstimmung mit den Regeln einer wissenschaftlichen Konferenz über Wale. So ist es, ein Mensch zu sein. Ende. Oder kürzer formuliert, um die Analogie zwischen einer Ethologie der Tiere und einer Ethologie der EthologInnen auf den Punkt zu bringen. Zitat nochmal Bateson: Die Katze bittet um Milch, indem sie mit ihrem Maunzen Abhängigkeit sagt, und ich bitte um ihre Aufmerksamkeit, vielleicht ihren Respekt, indem ich über Wale spreche. Und es sind nicht zuletzt diese ethologischen Parallelisierungen und der Einfluss Gregory Batesons in der Ethnologie der 60er Jahre, die Claude Lévi-Strauss im Vorwort zur zweiten Ausgabe seiner elementaren Strukturen von 1966 dazu bewegen wird, jene ursprünglichen Verbindungen der menschlichen Gesellschaften, Zitat, mit den übrigen Manifestationen des Lebens in ihren permanenten Reprisen zu bezeugen, und die Erforschung des Wesens der Kultur im Wiederverknüpfen jener abgerissenen Fäden zu gründen, Zitat Lévi-Strauss, deren freies Ende in anderen Tier- und sogar Pflanzenfamilien zu suchen sei. Eine Formulierung, die heute in jenem Strang der Anthropologie der Natur seiner Schüler in neue Aktualität gewinnt, und die vielleicht nicht zuletzt auch in jenem Insistieren von Donna Haraway im letzten Buch auf der Neufassung der Frage der Verwandtschaft in Zeiten des Holozäns ihren Nachhall findet. Vielleicht ist es im Angesicht dieser subkutanen Wissenschaftsgeschichte einer anderen Ethologie nicht zu viel gesagt, wenn man konstatiert, dass die Frage nach der Kultur und der Sozialität der Tiere und damit die Frage nach dem Ethos der Tiere, verstanden als erlernter Tradition, als kultureller Gewohnheit und biografischer Charakterbildung, der Geschichte des Abbaus oder zumindest der Abschwächung des von Georges Devereux konstatierten Angst- und Abwehrverhaltens in den Verhaltenswissenschaften folgt. Nicht nur des Abbaus jener Xenophobie, die es verhinderte, Zitat Devereux, von den primitiven und nicht-westlichen Wissenschaftlerinnen zu lernen, dass auch Tiere soziale Subjekte sind und soziale Kollektive bilden, sondern auch überhaupt des Abbaus derjenigen Angst vor den verhaltenswissenschaftlichen Daten und dem Umstand, sich selbst als deutendes und in Frage stehendes Subjekt zu vergreifen, die sich in der unbedingten Ausschaltung jeglicher Subjektivität des Forschenden und ihrer Verdrängung durch mehr und mehr Filter zwischen Beobachter und Forschungsgegenstand ausdrückt und in der jener objektivierende Ethos der traditionellen Ethologie von Lorenz und Tinbergen zum Ausdruck kommt, nach der ein Lebewesen desto komplexer wird, umso größer sich seine Fähigkeiten zur Kontrolle erweisen. Der Kontrolle seiner selbst, der Kontrolle anderer und der Kontrolle seiner Umwelt. Die Entdeckung nicht nur der Tiere als Subjekte, sondern gleichermaßen auch ihrer Prägung durch und Verortung in regulierten sozialen Relationen, wie Verwandtschaften, Freundschaften, Allianzen und Kooperationen, sowie deren kulturelle Aushandlung, ist dabei jedoch nur die eine Seite jener Wissenschaftsgeschichte der Ethnoethologie und Ethoethnologie, die Dominique Listel im Blick hat. Überraschenderweise bleibt der andere Strang der ethologischen und ethnologischen Interferenzen, nämlich jener einer Ethoethnologie, in seiner philosophischen Ethologie unterwellig. Woher bezieht etwa Gregory Bateson seinen Ethos-Begriff, den er in den 30er Jahren in seinen Studien
den Geschlechterverhältnissen der Yatmo-Kultur auf Neuguinea entwickelt, der in der Folge seine Revision und Differenzierung im Umkreis der Kybernetik, der Ethologie der Tiere und der Lern- und Kommunikationstheorie erfährt. Oder anders gefragt, in welcher Weise ist die Tradition der Ethologie selbst in eine Geschichte der Ethologie eingelassen und hierin vielleicht interessant für die Neuformulierung eines kulturwissenschaftlichen Programms der Ethologie als Erforschung menschlicher und anders als menschlicher Lebensform. Der zweite Teil meines Vortrags wird sich also mit jenen verstreuten und eminent kulturwissenschaftlichen oder ethnologischen Entwürfen einer Ethologie von John Stuart Mill und Harriet Taylor, Bronislaw Malinowski und René Bateson beschäftigen, die als Anschlusspunkt für eine Ethno-Ethnologie ebenso wie für eine Ethno-Ethologie dienen können. Dass diese Traditionslinie etwa in der neueren philosophischen Ethologie, wie sie von Dominique Listel, aber auch von Viviane Despré und Isabel Stengers vertreten wird, bisher so gut wie übersehen scheint, ist dabei möglicherweise auch dem Umstand geschuldet, dass diese Tradition ihre kritischen Wendung der Charakterologie gerade jenem Umstand verdankt, dass sie im Ausgang von Aristoteles den Begriff des Ethos nicht vornehmlich als tierlichen und körperlichen Ethos, sondern als geistigen und psychologischen Ethos verstanden wissen will und dementsprechend kontinuierlich mit der grundlegenden Differenz von Mensch und Tier, Natur und Kultur operiert. Nur weil der Charakter des Menschen nicht auf seine vermeintliche Natur zurückgeführt werden kann und weil etwa die patriarchalen gesellschaftlichen Institutionen bei Mill, bei Malinowski und Bateson, die den Charakter der Geschlechter herstellen, nicht von Natur aus bestehen, sondern kulturellen und historischen Traditionen geschuldet sind, in denen ihr Ethos als Ethos allererst hervorgebracht wird, ebenso wie jene partikularen, familiären und verwandtschaftlichen Strukturen, die dem ethnologischen oder auch ethologischen Einwurf Malinowskis zufolge die Herausbildung einer ödipalen Psyche bedingen, kann der Ethos von Mill und Taylor bis zu Gregory Bateson eine ethnologische Traditionslinie der Ethologie überhaupt erst begründen. Welche Grenzziehungen zwischen Menschen und Tieren werden hier also hinsichtlich der Frage des Ethos vorgenommen und dramatisiert? Wo werden diese aber auch wieder zurückgenommen und aufgeweicht? Und inwiefern ist also möglicherweise diese Traditionslinie eines kulturwissenschaftlichen oder ethnologischen Ethosbegriffs für eine Ethoethnologie produktiv zu machen, die der Tatsache Rechnung trägt, dass unser in der Welt sein immer schon ein in Gesellschaft und Verwandtschaft sein mit Tieren ist und dass uns jüngst noch einmal Donna Haraway in ihrer kritischen Neufassung der Verwandtschaft erinnert hat. Und ich stelle diese Fragen hier völlig offen, ohne sie am Ende vollständig beantworten zu können und es vielleicht auch noch gar nicht zu wollen. Ich komme also zum zweiten Teil von John Stuart und Harriet Taylor Mill zu Gregory Bateson. In John Stuart Mills 1843 veröffentlichten System der deduktiven und induktiven Logik, das heißt seiner Darlegung der Prinzipien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung, bildet in der Logik der Geisteswissenschaften das Kapitel über die Ethologie oder die Wissenschaft von der Bildung des Charakters den Übergang zwischen der Psychologie und der allgemeinen Betrachtung über die Gesellschaftswissenschaften. In der Ethologie, die Mill hier und auch später zusammen mit Harriet Taylor in The Subjection of Woman entwirft und damit eine ethologische Genderwissenschaft avant la lettre, wie man sagen könnte, ist wenig von den klassifikatorischen und typisierenden Programmen der Charakterologen zu spüren. Noch geht es gar um die Feststellung der Natur des Menschen. Stattdessen wird die Natur des Menschen auf jenes Residuum des Charakters reduziert, dessen Eigentümlichkeiten sich nicht mehr auf die kontingenten historisch-spezifischen Umstände zurückführen lassen, in denen sich jener je besondere Charakter beobachten lässt. Die charakterliche Natur des Menschen liegt damit gerade jenseits der Grenzen jener neu zu gründenden Ethologie, die sich nach Mill
mit der Frage zu beschäftigen hat, unter welchen historischen, institutionellen und gesellschaftlichen Umständen, unter Zitat Mill, welcher Verschiedenheit der Regierung, früherer Bräuche, physischer Eigenschaften der Nation, die Verschiedenheiten der Erziehung, der Beschäftigung, der persönlichen Unabhängigkeit, der sozialen Privilegien, und durch ursprüngliche Unterschiede in der körperlichen Stärke und der Sensibilität der Nerven, sich dieser oder jener Charakter herausbildet. Es geht darum, empirisch zu bestimmen, Zitat, welche wirklichen oder möglichen Kombinationen von Umständen die Erzeugung der Eigenschaften menschlicher Wesen befördern oder verhindern können. Und genau dies wird das nicht zuletzt politisch und liberaldemokratisch zu verstehende Programm in der diskontinuierlichen Traditionslinie einer kulturwissenschaftlich und ethnologisch verfassten Ethologie bis hin zu Gregory Batesons und Margaret Meads ethologischen Überlegungen zu einem möglichen Entnazifizierungsprogramm beispielsweise in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts bleiben. Ein Programm, das schlussendlich in Batesons allgemeiner, jedoch gleichermaßen ethologisch verfassten Lerntheorie münden wird, von dem eben bereits die Rede war. Dabei ist die Ethologie, die Mill entwirft, explizit historisch angelegt und richtet sich ganz dem Programm des Liberalismus entsprechend gegen die Idee einer unveränderlichen Natur der Charaktere und seien es die der Nation oder die der Geschlechter. Das französische Volk, so Mill, Zitat, hat einen bestimmten nationalen Charakter, oder man nimmt an, es habe ihn, aber es vertrieb seine königliche Familie und seine Aristokratie, änderte seine Institution, ging während eines halben Jahrhunderts durch eine Reihe von außerordentlichen Ereignissen hindurch und erschien nach Verlauf dieser Zeit in vielen Beziehungen sehr verändert. Zwischen Männern und Frauen wird eine lange Reihe von Verschiedenheiten beobachtet oder angenommen. Aber in einer künftigen und wie zu hoffen, nicht sehr entfernten Zeit, werden beide gleiche Freiheit und eine gleich unabhängige soziale Stellung besitzen. Und die Verschiedenheit der Charaktere werden entweder verschwinden oder ganz verändert werden. Zitat Ende. Dabei unterliegt die Ethologie Mills einem doppelten Verfahren, das nicht zuletzt eine kulturvergleichende Perspektive des Ethos eröffnet, die über Umwege auf die spätere vergleichende Ethnologie Bronislaw Malinowskis und Gregory Bateson beeinflussen wird. So müsse eine künftige Ethologie sich, Zitat Mill, dem vermehrten Studium der verschiedenen in der Welt zu findenden Typen der menschlichen Natur zuwenden, durch Personen, die imstande sind, die Umstände, in denen die verschiedenen Typen vorherrschen, zu analysieren, und aufzuzeichnen, das wäre im Grunde ein Proto-Vergleichen Ethnologie. Und gleichermaßen, das ist die andere Aufgabe der Ethologie, Zitat Mill, das Charakteristische des Typus durch die Eigentümlichkeit der Umstände zu erklären vermitteln. Andererseits müsse die Ethologie umgekehrt, Zitat, die theoretische Deduktion der ethologischen Konsequenzen besonderer Umstände der Lage leisten. Gerade in letzterem erweist sich die Ethologie Mills ganz im Sinne von Isabel Stengers kosmopolitischem Vorschlag als eine ethisch-ökologische Wissenschaft, indem sie die Untrennbarkeit von, Zitat Stengers, Ethos, das heißt die einem Lebewesen eigene Verhaltensweise, und Oikos, dem Habitat dieses Lebewesens und die Art und Weise, in der dieses Habitat den Anforderungen, die mit dem Ethos verbunden sind, entspricht oder ihnen widerspricht oder Gelegenheit für ursprüngliches Ethos sich selbst aufs Spiel zu setzen. Dabei ist der Ethos bei Mill wie bei Stengers nicht vollständig durch die Umstände determiniert und kann nicht in beliebiger Weise umgestaltet werden, ebenso wie er jedoch in gleicher Weise auch umgekehrt gerade nicht, um noch einmal Stengers zu zitieren, Zitat, seine eigene Bedeutung in sich enthält oder Herr über seine eigenen Gründe ist. Wir wissen nie, so Stengers, zu was ein Wesen fähig ist oder werden kann. Und Mill
sekundiert dir in seiner zusammen mit Harriet Taylor 1869 verfassten, wenn auch unter seinem Namen erschienenen Schrift über die Forderungen zur Gleichstellung der Frau, wie The Subjection of Woman, der beide die Gedanken über die Geschlechterunterschiede seines Entwurfs der Ethologie von 1843 wieder aufnehmen und zu einer kritischen Genderwissenschaft, aber ohne Lettre ausformulieren. Zitat: Ich leugne, dass irgendjemand die Natur der beiden Geschlechter kennen kann, solange dieselben in ihren jetzigen Beziehungen zueinander verharren. Was man jetzt die Natur der Frauen nennt, ist etwas durch und durch künstlich Erzeugtes, das Resultat erzwungener Niederhaltung. Eine Niederhaltung, die, so die beiden Mills, nicht nur in jener männlichen Erziehung begründet liegt, die von Kindesbeinen das Ideal einer der Männlichkeit entgegengesetzten Charakterbildung, der Unterwerfung, der Fügsamkeit und Dienstbarkeit, der Schüchternheit und der Unselbstständigkeit bei den Mädchen und Frauen vornimmt, sondern ebenso die gesellschaftlichen Institutionen von der Politik über die Universitäten bis zur Ökonomie, die den Frauen als einziges Habitat, die den Frauen als einziges Habitat, das gesellschaftliche Habitat der Ehe und des Haushalts übrig lassen. Und auch die wissenschaftlichen Schriften und Aussagen über das Wesen der Frauen bleiben einem männlichen Ethos verschrieben, solange, wie Taylor und Mill argumentieren, Frauen aus der Wissenschaft ausgeschlossen bleiben und die Frauen nicht selbst in die Lage versetzt werden, jenseits patriarchaler Niederhaltung in ihrer eigenen Stimme gehört zu werden. Und ganz in diesem Sinne ist noch die Analyse der Schwierigkeiten des politischen Prozesses einer solchen Veränderung des gesellschaftlichen Status quo, sei es von Eukos und Ethos, sei es durch Schriften wie The Subjection of Woman selbst, die nicht ohne Grund der Name Mills signiert, so sehr später auch deren geteilte Autorenschaft betont, oder auch durch die ihrerzeit stattfindenden Proteste und politischen Offensiven, dass all dies notwendig gleichermaßen einer ethologischen Kritik unterworfen werden muss. Die Gleichstellung der Frau, und daran hat sich im Grunde bis heute nichts geändert, ist keine Frage der vernünftigen Argumente, sondern, so Harriet Taylor und John Stuart Mill, eine Frage des Überkommens jener eingewurzelten reaktionären Meinung und der populären Gefühle all jener, Zitat, welche an alten Einrichtungen und Gebräuchen hängen und sie beschützen. Die Widerstände gegen eine freiheitlich-politische Veränderung des Ethos der Geschlechter sind gleichermaßen ethologisch-ökologischer Natur und verweisen hierin die politische Apotheose der politischen Vernunft in ihre Schranken. Der politische Streit um die Unterwerfung und Befreiung der Frauen ist ein Streit, Zitat Millen Taylor, zwischen dem Verständnis der Leute auf der einen und ihren Gefühlen und lang gehegten Gewohnheiten auf der anderen Seite, der gleichermaßen nicht nur eine Denunziation des politischen, nur vermeintlich natürlichen, Zitat Millen Taylor, Instinkts als psychische Sedimentation der herrschenden Umstände erfordert, sondern gleichermaßen ein politisch-aufklärerisches Erziehungsprogramm. Zitat: Das Fassungsvermögen der großen Menge müsste anders geschult und entwickelt sein, damit jenes Vertrauen in Argumente und Vernunft überhaupt eine solche Überzeugungskraft entwickeln könnte, um jene, Zitat, praktisch geübten Prinzipien aufzugeben, in welchen sie geboren und erzogen ist, und welche die Grundlage der meisten gegenwärtig in der Welt zurecht bestehenden Einrichtungen bilden. Dabei ist es jedoch nicht zuletzt jedem politischen Programm und Argument des Fortschritts der Zivilisation geschuldet, dass die politische Ethologie Mills eine anthropozentrische Angelegenheit bleiben muss. Denn die freiheitliche Entwicklung der Menschheit führt von der scheinbar natürlichen und in den Unterschieden der körperlichen Kraft begründeten Geschlechterdifferenz und der aus ihr folgenden Unterwerfung der Frauen zur aufgeklärten Abkehr von der Sklaverei und der Bildung eines egalitären, freiheitlich geistigen Charakters. Gegen Letzterem bleiben die Tiere unhinterfragt dem Instinkt des Naturzustands und dem Determinismus ihrer natürlichen Anlagen verschrieben und verbleiben, wie auch die wilden außereuropäischen Gesellschaften,
im Status einer supplementären Kontrastfolie, einer Ethologie der Gleichheit und Freiheit. Findet bei Taylor und Mill die anthropozentrische Differenz von Natur und Kultur, von Instinkt und gesellschaftlichem Charakter sowie von Tier und Mensch nur implizit in ihrer Geschichtsphilosophie Ausdruck und wird ansonsten stillschweigend vorausgesetzt. So gerät sie in Bronislaw Malinowskis Entwurf einer ethnologischen Kritik der Psychoanalyse, wie er sie 1924 in Sex and Repression in Savage Society entwickelt, wenn auch gerade entgegengesetzterweise zum grundlegenden Argument gegen die von Sigmund Freud und seinen Schülern behauptete Universalität des Oedipus-Komplexes als Grundlage aller Kultur. Dass Malinowski trotz aller seiner eigenen Appelle, sich in der Wissenschaft, Zitat, die Überheblichkeit unseren anthropoiden Brüdern gegenüber abzugewöhnen, interessant, dass es im Übrigen nur Brüder sind und nicht Schwestern, also im Gegensatz zu diesen Appellen macht Malinowski trotz allem den Unterschied zwischen Natur und Kultur gerade an dem Unterschied zwischen Affen und Menschen deutlich und vor allem an der Soziologie der Familienstrukturen, die sicherlich einerseits dem Kenntnisstand der zeitgenössischen Soziologie zu verdanken ist, mehr als das aber auch jener Durchstreichung oder des Versuchs der Durchstreichung des Ursprungsdilemmas der Kultur in der Natur, dessen unendlicher Friesen und Rückprojektion Malinowski mit einem entschiedenen Cut zwischen Tieren und Menschen begegnete. Und dies vor allen Dingen gegen Freuds Tod und Taten. Und dieser Cut zwischen Natur und Kultur und Tieren und Menschen bildet im Grunde die notwendige Grundlage für die von Malinowski vorgenommene Ausdifferenzierung der einen Menschheitsgeschichte, wie sie Mills Ethologie noch zugrunde gelegen hatte und wie sie auch Freud voraussetzte, in die Pluralität gleichrangiger und nebeneinander bestehender menschlicher Kultur. Malinowski zufolge ist gerade jenes Problem des, Zitat, großen Ereignisses, mit dem die Kultur begann, in den Griff zu bekommen und zu definieren, dasjenige Problem, an der Freud den Tod im Mutterbuch scheitert. Und damit auch in dem Versuch, die Ontogenese der Psyche auf die Phylogenese der Menschheit zu skalieren. Und hierin, und das ist der Anlass zu Malinowskis Kritik, auf dem Feld der Ethnologie und der Soziologie zu bilden. Und so führt Malinowski gerade Darwins Zeilen über die Familienstrukturen der Gorillas gegen deren Fehllektüre durch Freud ins Feld, um die überragende Bedeutung der Trennungslinie zwischen Natur und Kultur und zwischen Affen und Menschen zu unterstreichen. Bei den Menschen gibt es organisierte Familien und bei den Affen und Verwandtschaftsstrukturen. Wir sehen, dass das bei Lévi-Strauss später wiederkehrt und bei den Affen eben nicht. So gäbe es bei Gorillas zwar Rivalitätskämpfe zwischen dem Oberhaupt der Gruppe und den heranwachsenden Männchen und die Weibchen, in denen sich das Oberhaupt der Herde durchsetzt, indem er die anderen tötet oder vertreibt, jedoch spreche Darwin explizit nur von den Frauen des Ordenführers und nicht, wie Freud, von allen Weibchen überhaupt, sodass auch dem verstoßenen jungen Männchen am Ende es in der Regel gelingen wird, eine Partnerin zu finden. Das Monopol über die Frauen und die ganze Dramatik des Vatermords durch die Brüderhorde und die aus ihnen resultierenden totemistischen Tabu-Regeln, die den Ursprung eines universellen Oedipus-Komplexes bilden sollen, fallen dementsprechend aus. Und die Ursprungserzählung Freuds entpuppt sich unter der Lektüre Malinowskis als, Zitat, ebenso hinerzählte Geschichte. Stattdessen gerät sie unter dem ethnologisch vergleichenden Blick Malinowskis gar einen Verdacht, die partikulare, patriarchale und patrilineare Familienstruktur des europäischen Bürgertums auf die Menschheitsgeschichte zu projizieren.
Kreuzzyklopenfamilie Somalinowski ist mit Tendenzen und Gewohnheiten, seelischen Haltungen belastet, jegliche Fortpflanzung der Gruppe durchkreuzen müssen und, Zitat, mit denen ausgestattet, keine Tierart lebensfähig wäre. Stattdessen sei es unschwer einzusehen, schreibt Malinowski, Zitat, das ist ein sehr schönes Zitat, dass hier in einer höchst anziehenden, aber fantastischen Hypothese die Urhorde mit sämtlichen Vorurteilen, Fehlanpassungen und Misslauen der europäischen Bürgersfamilie ausgestattet und im prähistorischen Dschungel zum Amoklauf ausgesetzt wurden. Der Ödipus-Komplex, ebenso wie dessen psychische Grundstrukturen, verdanken ihre Herkunft keinem ominösen prähistorischen Ursprung der Kultur, sondern ließen sich sehr präzise auf eine lokal wie historisch spezifische Gesellschaft und Familienstruktur zurückführen. Das ist die kritische ethnologische Wendung, die Malinowski der Psychoanalyse verleiht, indem er zwar ihre psychologischen Theorien anerkennt, ihre kulturtheoretischen Thesen jedoch mit dem Deutungsanspruch der eigenen Disziplin begegnet, ihre neu formuliert und zu einer vergleichenden Ethnologie der Psyche und des Gefühlslebens ausarbeitet. Die psychoanalytische Lehre ist im Wesentlichen, so Malinowski, Zitat, eine Theorie vom Einfluss des Familienlebens auf den menschlichen Geist. Sie zeigt, wie die Leidenschaften, die Belastungen und Konflikte des Kindes in seinen Beziehungen zu Vater, Mutter, Bruder und Schwester in der Bildung gewisser permanenter geistiger Haltungen oder Sentiments ihnen gegenüber resultieren. Gefühle, die, teilweise im Gedächtnis fortleben, teilweise im Unbewussten eingebettet, das spätere Leben des Individuums in seinem Verhältnis zur Gesellschaft beeinflussen. Der ödipale Komplex oder das ödipale Sentiment sind hierin Ausdruck einer spezifischen Struktur der Organisation der Familie und der Verwandtschaft, die sich zwischen den Kulturen, etwa derjenigen der europäisch-patriarchalen bürgerlichen Gesellschaft und derjenigen matriarchalen auf den Tropianinseln, fundamental unterscheidet, wie Malinowski detailreich ausführt. Ich werde mich in diesem Rahmen auf diese grundsätzliche Feststellung beschränken. Dass Malinowskis Neufassung der Psychoanalyse im Grunde eine erneuerte Wissenschaft vom Ethos abgibt, die weitestgehend dem folgt, was John Stuart Mill in seiner Ethologie entworfen hatte, wird deutlicher, wenn man dem für Malinowski wichtigen Begriff des Sentiments folgt, der für ihn den therapeutisch aufgeladenen freudianischen Begriff des Komplexes ersetzt. Hier auch Alfred Radcliffe Brown, der später seinem Doktoranden Gregory Bateson anlässlich seiner Navy-Studien auf den Begriff des Ethos zur Untersuchung der emotionalen Einstellungen aufmerksam machen wird, so war auch Malinowski von Alexander Shands psychologischen Theorien der Emotionen und Instinkte fasziniert. In seinem 1896 erschienenen Artikel mit dem Titel Character and the Emotions, den er später zum Buch ausarbeiten wird, hatte Alexander Shand versucht, die Millsche Ethologie unter völliger Verkennung ihres historisch-kritischen und eminent politischen Programms in eine psychologische Typologie des Charakters und der Emotionen und damit in eine Temperamentenlehre umzuschreiben. Was die Ethnologen dabei an Shands Charakterologie interessiert, ist die in ihr ausführlich entwickelte Idee der Organisiertheit von Emotionen und Affekten in komplexen Gefühlen oder Gefühlshaltung, die mit der Umgebung so koordiniert erscheinen, Zitat von Malinowski, dass eine Anzahl von Dingen und Personen unsere gefühlsmäßige Reaktion weckt. Um jede Person, um jeden Gegenstand herum sind die Emotionen zu einem bestimmten System organisiert, das eine Gefühlshaltung oder ein Sentiment bildet. Shands Theorie, so Malinowski, Zitat weiter, wird für den Soziologen stets von gewaltiger Bedeutung sein, da gesellschaftliche Beziehungen wie auch kulturelle Werte unter dem Einfluss von Tradition und Kultur standardisierte Gefühlshaltungen sind. In unserer Studie über das Familienleben und seine Entwicklung in zwei verschiedenen Kulturen haben wir beobachtet, wie die Einstellung des Kindes zu den wichtigsten Dingen seiner Umgebung schrittweise geformt wird und haben die Einflüsse untersucht, die zu ihrer Formierung beitragen. Es ist ein ziemlich verschlungener Weg, den durch die Anwendung der Shen'schen psychischen Charakterologie auf bestimmte soziale Probleme durch die vergleichende Ethnologie Malinowskis und Radcliffe Browns
wahrscheinlich in völliger Unkenntnis der Milchschen Texte selber, dem ethologischen Erbe von Mill durch die Wiedereinführung ihres sozialkritischen Impetus und auch historisch-ethnologisch vergleichenden Impetus Gerechtigkeit widerfährt. Ich möchte abschließend auf Gregory Bateson zurückkommen, der den Begriff des Ethos, der in den strukturfunktionalen Texten Malinowskis und Radcliffe Browns merkwürdig abwesend erscheint, seine volle Bedeutung zurückerstatten wird. Und dies erneut nicht etwa im Rückgriff auf Mill, dessen Text auch Bateson nicht zu kennen scheint und auf den ihn offenbar auch nicht sein Doktorvater Radcliffe Brown mit seinem Hinweis auf den Begriff verwiesen hatte, sondern stattdessen über den Umweg einer sensitiven Literatur Charles Dorotheys, Jane Austens und John Galsworthys, die Bateson zufolge jeden Mangel der analytischen Begrifflichkeit der Ethnologie auszugleichen in der Lage sind, der darin besteht, den emotionalen Ton und den Ethos einer Kultur zur Darstellung zu bringen. Den Zitat Bateson aus Navel: If we read Arabia Deserta, we are struck by the astonishing tone of Arab life. More than this, many of the incidents would be impossible with a different emotional background. Evidently, this emotional background is culturally active within the culture. No functional study can ever be reasonably complete unless it links up the structure and pragmatic working of the culture with its emotional tone or ethos. Dabei folgt Bateson der Ethos-Definition des Oxford English Dictionary, wenn er den laut Bateson unter Anthropologen zum großen Teil unbekannten Begriff, nämlich den des Ethos, als characteristic spirit, prevalent tone of sentiment of a people or community, the genius of an institution or system bezeichnet und hierin die Thesen Malinowskis und Radcliffe Browns zu den Gefühlshaltungen auf eine neue Ebene hebt. Es geht nun nicht mehr nur um die Gefühlshaltung des Individuums, das durch Erziehung und durch soziale und familiäre und verwandtschaftliche Strukturen geformt wird, sondern darum, die vorherrschenden standardisierten Gefühlshaltungen, also die spezifischen Gefühlshaltungen, als solche zwischen den Kulturen und Communities zu differenzieren. Es geht Bateson um die bei Malinowski bereits angelegte psychisch-soziologische Zirkularität, in der die sozialen Beziehungen einen bestimmten Ethos des Individuums standardisieren, während dessen Ethos wiederum umgekehrt auf diese zurückwirkt. Und es geht darum, diese Zirkularität anhand der Naven-Rituale der Yatmul auf Neuguinea genauer zu fassen und zu einer ethnologisch vergleichenden Ethologie auszuarbeiten. Welche Werte und Gefühlshaltungen sind innerhalb einer Community zentral und bilden einen kulturellen Ethos, der wiederum auf die Strukturen der Gesellschaft und nicht zuletzt und im Besonderen auf die Beziehungen der Geschlechter zurückwirkt und diese stabilisiert? Oder anders gefragt, wie kann man die Travestie von Männern und Frauen in den prestigeträchtigen Naven-Ritualen erklären, die der Mutterbruder bei den Yatmul für seinen Neffen bei allen Gelegenheiten ausrichtet? Welchem Ethos folgen die in ihnen ausgestellten Geschlechterstereotypen und was tragen diese zur Stabilisierung ihrer Beziehung bei? Geht man davon aus, dass die Haltungen der Geschlechter untereinander und ihr jeweiliger Ethos nicht von Natur aus oder gar genetisch gegeben sind, was im Angesicht der Vielfalt an Geschlechterbeziehungen kaum überzeugen konnte, die seinerzeit Batesons Partnerin in Crime, Margaret Mead, herausgestellt hatte, so bleibt nur ganz im Sinne der ethologischen Entwürfe Malinowskis, die Prozesse zu analysieren, in denen bestimmte Gefühlshaltungen und Geschlechteretreu, Bateson hat ein Problem mit dem Plural, Bateson schreibt immer von Ethos, also den Geschlechteretreu durch Erziehung und Selektion in der jeweiligen Gruppe, die kulturell verschieden betont und ausgearbeitet werden und sich später durch symmetrische Konkurrenzverhältnisse oder asymmetrisch-hierarchische in ihren kontrastiven Wechselbeziehungen verstärken und ausdifferenzieren. Für Letzteres führt Bateson im Navel den Begriff der Schismogenese ein, der sich nicht zuletzt in den Konkurrenz- und Hierarchieverhältnissen zwischen den Geschlechtern in den Yatmul-Ritualen zeigen lässt.
Ohne zu weit in die ethnografischen Details der Nebenrituale einzutauchen, ist es Bateson zufolge bei den Yathmur gerade die Gefühlshaltung des Stolzes, in dem der Ethos der Männlichkeit seinen Ausdruck findet und auf die Gesellschaft zurückführt. So geht der Stolz mit der spektakulären Ausstellung von Prestige, mit der Größe der Zeremonialhäuser einher, die eine organisierte Arbeit im großen Stil erfordern, ebenso wie mit der Größe der Zeremonien und Tänze, die eine große Menge an Tänzern voraussetzen, oder auch mit der erfolgreichen Kopfjagd, die ebenso viele Männer erfordert. Die Größe des Dorfes steht damit in direkter Relation zur Befriedigung des Stolzes und zu einem spezifischen Ethos der Männlichkeit, das sich nicht zuletzt in den rituellen Gesten, der Kleidung, dem stolzen Verhalten und der Körperhaltung ausdrückt. Und insbesondere in den Naven-Ritualen werden die Kontraste und Hierarchien zwischen dem Ethos des männlichen Stolzes und der schambesetzten Weiblichkeit rituell und in körperlichen Haltungen ausagiert. Während die Männer und insbesondere der Mutterbruder bei den Naven-Ritualen in ihrer buffonesken Verkleidung als alte hässliche Witwe, ihrer ironischen und clownesken Mimikrie an das Verhalten der Frauen, ihre kulturelle Abscheu vor dem weiblichen Ethos zum Ausdruck bringen, versuchen die Frauen der Vaterseite mit ihrer männlichen Kleidung an jenem Stolz der Männer zu partizipieren und bestätigen ihn hierin auf ihre Weise. Alles in den Ritualen zielt, so Bateson, darauf hin, den männlich stolzen Ethos der Yathmur-Kultur zu stärken und zu stabilisieren. Und umgekehrt bringt der männliche Ethos des Stolzes eben auch die kulturellen Gebräuche, Rituale und Traditionen hervor. Auch wenn Bateson die Idee, Kultur nach ihrem Ethos zu klassifizieren, schnell wieder aufgeben wird, und eher zur Frage des Prozesses der Ethosbildung übergeht, und auch wenn die erste Auflage von Batesons unkonventionellen, so kreativ wie unsystematischen Buch eher verrissen wurde und das Scheitern gelten muss, ganz im Gegensatz im Übrigen zur Neuauflage der 60er Jahren, was mir signifikant erscheint, so sehr kommt jedoch eine Scharnierfunktion in der Geschichte dieses Strangs der Ethologie zu. Nicht zuletzt mit Blick auf die spätere Ausformulierung einer allgemeinen Ethnoethologie, in der Bateson mit seiner Theorie der Ethos- und Charakterbildung an diese frühen Studien anschließt und mit ihnen ausdrücklich die anthropozentrische Differenz von Mensch und Tier zu einer allgemeinen Ethologie hin überschreitet. Und es sind diese frühen ethnologischen Texte Batesons, die den Blick auf eine andere Traditionslinie die Ethologie als einer Lost-Disziplin freigeben. Und spätestens bei Bateson wird die in dieser Traditionslinie entwickelte Frage nach dem Ethos durch die Herausstellung der Prozesshaftigkeit und Historizität der jeweiligen sich wechselseitig hervorbringenden Ethoi, ihre soziale Einbettung sowie ihre Stabilisierung durch synchrone Prozesse der Schismogenese, aber auch diachrone Prozesse der Traditions- und Strukturbildung deutlich verkompliziert. Ich möchte an dieser Stelle meinen Parcours-Ritt durch die Geschichte der Ethologie beenden und mich für die Aufmerksamkeit und die Geduld bedanken, mir bis hierhin gefolgt zu sein. Vielen Dank und